Einen wunderbaren guten Tag wünsche ich. Mit 100 Fragen im Gepäck mache ich mich auf Spurensuche, um Antworten zu finden. Antworten, die spannend sind, die hörenswert sind und am wichtigsten, die dir vielleicht neue Perspektiven eröffnen, andere Möglichkeiten aufzeigen oder gänzlich neue Wahrheiten belegen. Gefragt wird bei mir jedermann ganz nach dem indischen Motto: Same, same, but different. Heute mit dem Spandauer Maler Jürgen Hoffmann, der ein begnadeter fotorealistischer Maler und Zeichner ist. Und es wird ein spannendes Gespräch. Hallo Jürgen, ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo Mario. Jürgen, du hast mir gerade eben im Vorgespräch gesagt, ich bin ja leichter Autist. Was ist denn der Unterschied zwischen einem leichten und einem schweren Autisten und wie äußert sich das bei dir? Also der Unterschied zwischen einem leichten und einem schweren Autisten ist der, dass ein schwerer Fall von Autismus ja im Härtefall gar nicht mehr ansprechbar ist und gar nicht mehr imstande ist, auf normale Art und Weise zu kommunizieren. Wohingegen ein leichter Fall von Autismus ganz gut überspielt werden kann. Ja, das heißt, du lernst einfach als Kind schon, du bist wahrscheinlich kein normales Kind, sondern schon leicht auffällig im Verhalten und so. Aber du lernst im Laufe der Schulzeit und überhaupt so im Laufe der Zeit einfach, wie man das macht. Du lernst, du guckst dir bei anderen ab, wie man kommuniziert und wie man sich verhält in Gesellschaft und du machst es nach. Und dann fällt das irgendwann, wenn du gut bist, fällt das gar nicht mehr auf. War dann unsere Begrüßung vorhin, war das einfach dann etwas, also diese Umarmung, weil man es so macht, weil du das irgendwo gesehen hast? Oder ist eigentlich der Jürgen so, ach, eigentlich muss ich diesen Körperkontakt nicht wirklich haben? Also, gute Frage, ja. Also es gab mal eine lange Zeit, mochte ich das nicht. Habe ich das eher gescheut. Aber heute bin ich schon, das hat sich schon ein bisschen geändert und ich bin sogar zu sehr tiefen Gefühlen in der Lage. Und wenn ich jemanden mag, dann zeige ich das. Und also meine, der, das, also ich muss, ich kann heute schon jemand in den Arm nehmen und was dabei empfinden, ohne dass ich das, das ist nicht rein mechanisch oder so, ne? Und wie äußert sich der Autismus sonst? Also was sind da, was hast du persönlich für normale also Verhaltensweisen? Ich fühle mich in der Öffentlichkeit und unter vielen Menschen total unwohl, ganz einfach. Das heißt, ich muss mich in der U-Bahn manchmal mit dem Gesicht zur Wand stellen, wenn die U-Bahn voll ist, weil mir sonst die Schwingungen und die Akustik, die Stimmen und so unerträglich werden. Unerträglich in welchem Maße? Bedrohlich, unangenehm und so, dass ich das Gefühl habe, wenn das noch schlimmer wird, müsste ich anfangen zu schreien. Kam schon mal so weit? Das ist schon krass. Nee, weil ich gehe dann eher, ich steige dann eher aus und gehe der Situation aus dem Weg. Okay. Gibt es? Aber das kriegt sonst eigentlich keiner mit. Ja, das spielt sich hauptsächlich alles in mir ab. Führt dieser Autismus dann auch zu Situationen, die du ganz bewusst meiden musst, also neben der großen Ansammlung von Menschen? Naja, grundsätzlich fühle ich mich zu Hause am wohlsten und am sichersten. Ja, da habe ich alles im Griff und da ist alles so, wie ich es haben will. Und das muss ich aber auch haben. Also das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Also so einen abgegrenzten, geschützten Raum, so, ne, der mir gehört. Und deshalb bin ich wahrscheinlich auch gar nicht so der Typ für Wohngemeinschaften oder auch nur bedingt beziehungsfähig. Das bedeutet, so ein Leben, wie ich es vor allem im Sommer führe, kein Zuhause, nur das Zelt, der Hund, der Wald und ich. Super, wunderbar. Das wäre genau das Richtige Ja, für dich. das liebe ich.
Aber wenn du es zusammen mit mir laufen müsstest, dann wäre es schon wieder schwierig. Nee, mit einer Person ist es bedenkenlos. Kein Problem. Also das geht dann auch, diese Nähe. Und das könntest du auch ein paar Tage oder Wochen dann zusammen in Bestimmt, einem Zelt ja. schlafen. Ja, das doch, doch. Das geht. Also wenn ich eine Person habe, auf die ich mich konzentrieren kann und die ich auch im, naja, ich würde denjenigen da wahrscheinlich schon immer im Auge haben, so, ne? Zur Sicherheit. Zur Und Sicherheit. ja, weil Weil, was ich müsste könnte es immer, passieren? weiß ich nicht. Ich muss immer genau wissen, womit ich es zu tun habe. Und hatte kürzlich erst so das Problem, dass ein Freund von mir mich einfach im Unklaren gelassen hat über bestimmte Sachen, die für mich ganz, ganz wichtig sind oder ganz, ganz wichtig waren. Und das hat dann wirklich nicht hingehauen. Also das ist daran echt zerbrochen, weil für mich das einfach existenziell wichtig ist. Ja? Wenn ich Fragen habe, dann muss ich die beantwortet haben. Und wenn es nicht geht, dann macht mich das entweder verrückt oder das muss weg. Dann muss ich abhauen. Das kenne ich aber. Wenn ich Fragen stelle und die werden nicht beantwortet, das hat bei mir aber oftmals einen anderen Hintergrund. Ich habe so gelernt aus meiner Kindheit, ich musste immer die Situation zu Hause ausloten, weil ich schauen musste, bekomme ich jetzt gleich demnächst wieder von meinem Alten eins auf die Fresse oder wie ist es? Um die Stimmung auszuloten, waren Fragen notwendig. Wenn keine Antworten kamen, und je länger auch keine Antworten kamen, umso schlimmer wurde es dann auch. Und ich wusste, es wird wieder körperlich mit extremer Gewalt enden. Wenn ich jetzt heute in einer Situation bin, mit Freunden, mit meinem Partner oder letztendlich auch mit Menschen, die ich über Trees of Memory zum Beispiel zu tun habe, und jetzt stelle ich eine Frage. Und ich muss unbedingt was wissen. Dann bin ich auf der einen Seite relativ ungeduldig, ja, aber gut, ich kann ja auch eine Weile warten. Jetzt kommt aber einen halben Tag oder einen Tag lang keine Antwort. Und dann fängt mein Gehirn an zu arbeiten und denkt sich, was ist los? Warum antwortet er nicht? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ja, habe ich mich blöd verhalten? Ist irgendwas blöd gelaufen? Und dann spinnt sich in meinem Gehirn wieder dieses Panikkonstrukt, ja, wächst wieder und diese Stille, das ist so diese bedrohliche Stille von meinem Alten. Und dann bin ich wieder ganz Kind und je länger ich darauf warten muss, ja, umso schlimmer wird es für mich. Ich Ich verstehe das gut. werd dann auch irgendwann mal sehr ungehalten. Und da geht es nicht darum, dass ich unbedingt diese Leute drängen will, wenn die keine Zeit haben. Alles gut. Aber wirklich, jeder Mensch der Welt hat die Zeit, 2 Sekunden eine Sprachnachricht zu schicken. Ich habe keine Zeit, ich habe es gehört, ich melde mich. Das kann man sogar beim Pissen machen. Ja? Es gibt immer eine Möglichkeit, Genau, ein, ganz aber genau. 3 oder 4 Tage warten zu lassen. Das ist die Hölle. Und je näher mir dieser Mensch ist, wenn sowas in einer Beziehung ist, das kann für mich zu einem totalen depressiven Verstehe ich Episode führen. absolut, verstehe ich absolut, kenne ich gut. Echt? Aber Das. das entsteht aus so einer Unsicherheit heraus, ne? Die ihren Ursprung schon in deiner Kindheit hat. Ja, also bei mir auch. Also ich hatte das Glück bei allem noch, dass ich ein dickes, ungeliebtes Kind war, ja. Weil dicke Kinder haben den Vorteil, die werden gute Beobachter. Weil die sind immer Außenseiter, die sitzen irgendwo in der Ecke, müssen zugucken und sich will keiner und so, ne? Und da lernt man gut zuzugucken, ja, deine Feinde zu beobachten. Ja, was hacken die aus? Welche Gefahren drohen in deinem Umfeld und so. Und das war mein großes Glück. Also das hat wirklich meine Sinne geschärft. Und deshalb bin ich eigentlich so alt geworden, wie ich jetzt bin, denke ich. Weil ich habe ja, ich habe
alle möglichen Stationen hinter mich gebracht. Also als erstes schon mal bin ich mal übergewichtlos geworden. Ja? Ja, das wollte ich gerade sagen. Das wäre jetzt der nächste Satz gewesen. Der Mann ist nämlich gärtenschlank. Ich sitze hier und werde immer fetter von Tag zu Tag. Und ich betrachte ihn mit vollem Neid. Ich bin der einzige Schlanke in der ganzen Familie, in der ganzen Verwandtschaft. Das sind alles so dicke Dinge. Und nee, ich habe, also mit 12 hatte ich es geschafft. Ich habe dann als Schulkind gehungert, aufgehört zu essen, habe meiner Mutter was vorgemacht. Also ich bin morgens vor meiner Mutter aufgestanden, habe gesagt, ich habe schon gegessen und bin los. Und so, und wenn ich von der Schule gekommen bin, habe ich gesagt, ich habe mir was gekauft. Und dann habe ich, aber ich bin auch einmal in der Schule dann zusammengebrochen und so halt, ne? Mhm. Kleinen Schwächeanfall gehabt. Aber das war dann, das war genau die richtige Zeit in der Pubertät. Ich bin dann noch ein paar Zentimeter gewachsen und schon war das alles weg. Und dann plötzlich hatte ich Freunde, ja, und war dabei, war so richtig im Geschehen. Was ich ja eigentlich gar nicht so mag, komischerweise, ne? Aber ich wollte, dass die anderen wollen. Das war mir wichtig. Dann ist Bestätigung auch für einen Autisten, der eher für sich selber sein will und der Menschen meidet, ist aber die Bestätigung von außen dann trotzdem wichtig. Ja, ich bin ja nicht nur Autist, ne? Ich bin ja halt auch Mensch und ich bin halt auch Maler und Künstler. Und als Künstler brauchst du sowieso, brauchst du Komplimente und Anerkennung. Das ist ganz wichtig, weil sonst kriegst du ja wenig. Das stimmt. Das ist wahr. Was gibt dir denn das Malen? Ja, das ist für mich eigentlich Therapie. Ja, weil ich kann das wirklich, ich kann tagelang nur malen, nur denken oder auch gar nichts denken, mich völlig leer machen. Und das macht mich dann gesund, ja, weil ich habe nicht die besten Nerven, finde ich. Also ich bin ziemlich nervös und ziemlich anfällig für Einflüsse von außen, aber beim Malen fällt das alles weg. Außerdem bin ich alleine beim Malen. Mhm. Das hat ja auch was Meditatives. Ja, ja, unbedingt. Mhm. Malen ist definitiv, glaube ich, tatsächlich auch Meditation. Wenn ich bin jetzt kein Maler, aber manchmal müssen meine Gefühle raus und dann schnappe ich mir so 2 Meter auf 1 Meter Leinwand oder ein Holzstück am liebsten und fange dann an, darauf irgendwas zu machen. Und da spüre ich auch, dass ich mich total auspowern kann. Ja, und das ist heilend, auf jeden Fall. Ja. Das ist wie stundenlange oder tagelange Waldspaziergänge. Wobei diese stundenlangen Waldspaziergänge, Tage, Wochen und Monate am Stück, das habe ich ja die ganze Zeit. Ja. Da muss ich sagen, dass ich immer noch nicht in einem Modus bin, wo ich laufen kann und das Gehirn einfach nichts denkt. Wo ich die ungeteilte Achtsamkeit auf meine Schritte, auf die Vögel, auf die Natur oder sonst was lenke, sondern es herrscht immer noch zum größten Teil eine Riesenkakophonie in meinem Gehirn, was mich echt gaga macht. Aber das schaffst du noch. Und das schaffe ich noch. Deshalb nehme ich ja auch gerade in einem buddhistischen Zentrum, habe ich auch jetzt intensivere Meditationskurse. Und ich war vergangenen Sonntag auf einem 8-stündigen Retreat und es war 8 Stunden lang am Stück quasi meditieren. Das war extrem anstrengend. Ich konnte meinen Kopf nicht ausschalten, aber es war auch okay, weil gerade am Sonntag die Gedanken, die alle kamen, das war eine große Baustelle. Und da wusste ich am Ende des Tages einfach, was auch Sache ist. Mhm. Deshalb ist Meditation gar nicht mal unbedingt dahingehend zu sehen, dass es immer die Totenstille sein muss, sondern die Achtsamkeit auf die Gedanken, die kommen und zu gucken, was bedeuten sie eigentlich tatsächlich und sie eben nicht mehr wegzuwischen, indem ich dann das nächste Filmchen auf Facebook gucke oder so. Also das Gute an der oder das Entscheidende an der Meditation ist, glaube ich, der, dass du die
unzähligen Ablenkungen, denen wir normalerweise ausgesetzt sind, dass du die ausblendest. Also, wenn du dich in den Wald begibst, der Wald ist ja auch nicht totenstill. Ja? Du hörst ja auch tausend verschiedene Sachen. Das eigentlich ist die absolute Geräuschkulisse. Ne? Aber es ist halt mehr oder weniger gleichbleibend und du hast nicht den Hassel und diese teilweise schrecklichen Geräusche, die du hier in der Stadt hast, ne? Oder in der Bahn oder so. Ja? Das am schlimmsten sind ja die Menschen, finde ich. Die Geräusche, die Menschen von sich geben, wirklich, finde ich wirklich am allerschlimmsten. Hörst du viel Musik? Nee, gar nicht. Ich Gar habe nicht. gar nicht. Ich habe zu Ach. Hause habe ich Stille. Es läuft nie Musik. Also nur wenn ich putze. Ne? Dann läuft Musik. Und ansonsten während dem Laufen, ich kann nicht laufen und den Kopfhörer Ja, drin beim Laufen haben. würde ich es auch Das nicht machen. geht nicht. Also weil ich mich auch so sehr an den Naturgeräuschen Ja, erfreue. ja, Ich ja. mach's rein, wenn ich mal wieder Tage habe, wo ich kilometerlang an einer stark befahrenen Straße entlang laufen Genau. muss. Und dann ist es aber auch so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite habe ich dann ganz laut ein Techno drin, weil ich die Autos nicht mehr ertrage. Auf der anderen Seite spielt aber dann auch mein Gehirn verrückt, weil ich denke so, oh Gott, wenn ich von hinten von einem Lastwagen gerammt werde, dann kriege ich das vorher gar nicht mit. Ja, Aber es und muss ja auch nicht Techno sein unbedingt. nee, das ist aber so meine Musik, ja. Also, und das ist das Okay. Einzige, was dann tatsächlich auch den Autoverkehr übertönt. Also mit Klassik brauchst du da nicht kommen. Hast du denn selber auch schon mal mit Depressionen zu tun gehabt? Ja, schon. Ja, kenne ich. Also ich kenne depressive Zustände durchaus und ich erkenne die auch ziemlich schnell. Weil mir dann, ich bin normalerweise ein ziemlich aktiver Mensch. Und habe auch immer Ideen und Antrieb so, ne? Also bin immer motiviert eigentlich, normalerweise. Und manchmal bricht das halt weg. Das wird nicht immer durch äußere Ereignisse ausgelöst. Also manchmal kenne ich überhaupt, also kann ich bewusst überhaupt keine Ursache erkennen, ne? Aber es sind immer nur so Zustände, die dann auch innerhalb von 2, 3 Tagen wieder so sich auflösen. Gott sei Dank. Insofern macht mich das jetzt auch gar nicht mehr panisch, so wie das also am Anfang manchmal war, ja, dass ich gedacht habe, oh Gott, ja, was ist denn jetzt los? Ich schaffe ja gar nichts mehr oder wo soll denn das hinführen und so, ne? Sondern jetzt sitze ich das einfach aus. Und das funktioniert. Bisher hat das schon immer funktioniert. Also ich meine, ich hatte jetzt mal ganz starken Liebeskummer. Das war eine harte Prüfung, weil damit, das hatte ich lange nicht mehr gehabt. Ja. Kommt in meinem Alter ja auch nicht so oft vor. Und war auch ein ziemlich ernster Fall, fand ich. Und da habe ich dann schon überlegt, ob ich mir Hilfe holen muss vielleicht. Aber da ich bisher alles alleine geschafft habe, also sämtliche Entzüge, die ich in meinem Leben so hinter mich gebracht habe, und das waren einige, also eigentlich habe ich da nicht viel ausgelassen und das macht, also das geht auch, ja, man muss nur Willen haben. Und Lebenswillen habe ich. Also das ist auch mein Glück so. Aber du hättest dir Hilfe geholt, wenn du gemerkt hättest, okay, es wird doch Ja, dramatischer. bis zu einem gewissen Punkt ist das halt auch noch möglich. Ja, ich denke mir, oder ich kann mir vorstellen, dass wenn so eine depressive Phase, also je nachdem, wie krass die ausfällt, ne? Also mir ist bewusst, ich weiß das schon, ja, dass du in eine Depression fallen kannst, die so stark ist, dass du dich nicht mehr bewegen kannst, ne? Dass du also wirklich nur noch da sitzt oder da liegst und Hilfe brauchst, die aber selbst keine mehr holen kannst. Tja, dann ist irgendwie Pech, ne? Also weiß ich auch nicht. Das habe ich aber noch nicht gehabt, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Das glaube ich nämlich auch. Irgendwann ist der Zug einfach abgefahren. Und ich weiß natürlich auch, dass
dass ich mit all diesen Dingen, die ich erzähle, auch im Bereich von Trees of Memory und diesem Mut machen und auch wenn ich immer sage, folge deinem Herzen, ich weiß sehr genau, dass ich damit ganz viele Menschen gar nicht mehr erreiche, weil die schon so tief in ihrer Depression drin Ja. sind. Da komm ich definitiv nicht mehr ran. Keiner. Aber meine Hoffnung ist natürlich, dass eben Menschen, die bisher noch keine Depressionen hatten und plötzlich bekommen sie sie eines Tages, dass die sich dann vielleicht erinnern und auch an solche Gespräche wie unseres sich erinnern und sich dann sagen, hey, ich gehe lieber zu früh zum Arzt als zu spät. Ja, also ich fürchte, dass wirklich jemand, der in einer starken Depression ist, ja, dass man den wirklich nur noch mit irgendwelchen Medikamenten da rausholen kann. Ja, ich glaube, da ist mit Reden oder so auch wirklich nichts mehr zu machen, weil du kommst da nicht durch. Ja. Ja, der Mensch ist dicht. Also das, also an die Grenze bin ich schon. An der Grenze bin ich schon gewesen, dass ich mich auch verhalten habe. Also jetzt im Nachhinein dann, dass ich mir dann gedacht habe, oh Gott, also wie warst du denn drauf, ja? Also was war das denn jetzt für eine Phase, ja, für einen Zustand? Und aber wie gesagt, ich bin immer, das hat sich Gott sei Dank immer von selber aufgelöst. Also ist nicht immer so, ne? Nicht bei allen. Hast du einen Tipp, wie man sich selber aushalten kann in so einer Situation? Aushalten? Ja, also es Was geht ja meinst du mit? wirklich, naja, man muss die Situation ja auch aushalten. Dieses Aussitzen und zu warten, bis sie Ja. vorbei ist, das hat auch was mit Aushalten zu tun, Ja, ach weil so, da gehen ja viele düstere ja. Gedanken durch den Kopf und Naja, ich Emotionen. persönlich, ich lenke mich dann einfach nur ab. Und da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Ne? Also du kannst dich vor die Glotze setzen. Oder manche schlafen dann auch einfach wie verrückt. Ne? Also Tag und Nacht und so, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin eher jemand, der nicht schläft. Oder nur 3 Stunden und so. Ja? Also das ist irgendwie auch ungünstig. Ne? Weil dann wachst du, dann stehst du morgen, also morgens um 3 Uhr auf oder so. Ja, was machst du dann? Dann gehe ich an den Rechner. Ja, was sollst du sonst machen? Und da wird halt gesurft und gelesen und geguckt und so. Und dann ist es auch schon wieder 8 morgens. Ne? Okay. Hat es dich auch schon mal so erwischt, dass du auch Suizidgedanken hattest? Nee, nicht ernsthaft. Also ich habe mir wohl überlegt, also beziehungsweise mir wird dann immer in so einer depressiven Phase wird mir halt dann immer schon klar, dass ich jetzt alt werde, ne? Dass ich jetzt nicht mehr kein junger Halbgott mehr bin, sondern jetzt werde ich 62, das ist ja noch, geht ja noch, aber warte mal in 10 Jahren oder so, ja? Also die Sache wird auf jeden Fall immer schwieriger. Und als wenn du dann richtig alt bist und sowieso schon, sagen wir mal, Schwierigkeiten hast in der Gesellschaft oder mit irgendwas, ja, mit der Existenz als solches, das Ge zu wenig Geld hast, die Wohnung ist scheiße, irgendwie halt der ganze Müll. Ja, und wenn dann noch eine Depression dazu kommt, ja, dass du dann ganz schnell denken kannst, irgendwie, ach, ich habe keinen Bock mehr. Scheiß drauf. Das Leben war sowieso Kacke irgendwie. Also so denke ich schon, also ich sage das wirklich schon mein ganzes Leben lang, dass das Leben scheiße ist. Also davon bin ich auch überzeugt. Ich finde das Leben beschissen. Ich finde das Spiel finde ich nicht in Ordnung. Das ist irgendwie ein übles Spiel, echt, was man da mit uns anstellt.